Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass sie da eingeschaltet wurde. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, dann steht auch hier nicht rum, meine Güte. Ja, wir gucken heute mal wieder in Dragon Age Inquisition rein. Die Woche lief irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also heute ist Samstag, ja. Und ich hatte mir vorgestellt, ich komme bestimmt schnell dazu, weiterzuspielen. Hat aber nicht so funktioniert. Kontrolle über die Hinterlande. Richte Lager, um die Kontrolle über die Hinterlande aufrechtzuerhalten und Einsätze der Inquisition in der Region zu unterstützen. Ein Lager haben wir schon. Oh, Moment. Hoppala. Also sehen wir ja hier, das ist schon ziemlich hart. Ein Bauer und Abtrünniger. Das ist eine Quest, glaube ich. Ist das hier die Quest? Laufende Quest. Ach du heiliger Bimbam. What? Okay, die Risse. Das ist aber schön. Vielleicht sollten wir immer nach so einer Aufnahmesession uns nochmal die Quests angucken. Sprich mit Dennett. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen das hier schon mit dem... Die Kontrolle. Nee, warte mal. Skizze. Bauer, das war das, ne? Mit dem Bauern. Hol den Ring des Bauern von den Templern zurück. Oder wir schließen erstmal die Risse. Wir schließen erstmal die Risse. Wir gucken mal, dass wir uns mal so ein bisschen jetzt nach... Dort oben irgendwie... Oh, ich muss mal niesen. Achtung. Oh, Entschuldigung. Ja, ich weiß. Der Profi-Let's Player hätte natürlich rechtzeitig den Ton runtergedreht. Oh Mann, jetzt läuft mir der Rotz durchs Gesicht. Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht. Also die Woche lief irgendwie anders, als ich es erwartet hätte. Ich hätte mir vorgenommen, eigentlich Donnerstag zu spielen, aber ich bin irgendwie den ganzen Donnerstag zu nichts gekommen. Das war echt verrückt. Da habe ich mich irgendwie 4 Stunden mit der Installation meines Laptops beschäftigt. Das war auch nicht cool. Okay, wir werden hier oben mal gucken, ob wir hier oben durchkommen. Es gibt wahrscheinlich schon so natürliche Begrenzung des Levels. Ob wir jetzt hier, ob wir da auf eine stoßen, werden wir gleich sehen. Meine 3 Gefährten sind natürlich wieder dabei, wieder am Stissel. Die Guten, und da haben wir hier eine Höhle. Sind wir stark genug für diese Höhle, Freunde? Uns geht es nicht so gut, aber wir gucken zumindest mal rein. Dragostein. Nicht alle Zwerge mögen Höhlen. Okay, heißt, du bist jetzt irgendwie ein bisschen vorsichtig hier gerade. Wir nehmen natürlich an Sachen mit, was wir kriegen können. Oh, guck mal hier, lesen. Brief gefunden bei einem toten Zwerg. Ihr müsst eine Höhle oben in den Hügeln am Weg zwischen Redcliffe und Haven besuchen. Falls ihr an den Magiern und Templern vorbeikommt. Es lohnt sich, die purste Ader, die ich je so weit an der Oberfläche gesehen habe. Okay. Hier können wir das Eisen mitnehmen. Und auch dieses Kistchen können wir plündern. Was haben wir denn da? Räuberkriegsbeil. Und das ist nicht schlecht. 82er Schaden. Und eine Statue und ein Soldatenhelm. Ich weiß, dass ich mich beim letzten Mal doch ein bisschen damit schwer getan habe. Das ganze Ausrüstensystem zu verstehen, aber jetzt glaube ich, habe ich es auch langsam verstanden. Von daher läuft das alles. Ja. Okay, mal gucken, was wir hier kriegen. Nukhaut. 2 Stück. Ist nicht das Schlechteste, glaube ich. Also sollten wir mitnehmen, wenn es denn geht. So, aber hier gibt es auch jetzt nichts mehr weiter, ne? Zu plündern, die Kiste haben wir geplündert, dann gehen wir wieder raus. Der Zwerg kann gerne vorgehen. Ne, will er nicht, dann gehe ich vor. Ja, ich versuche heute mal ein paar Folgen aufzunehmen. Morgen ist Sonntag, da will ich auch ein bisschen was schaffen. Also ein bisschen was aufnehmen, das ist so die Idee. Steht da einer? What the fuck? Okay. Wir haben ihn verhöhnt. Okay. Moment. Das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. War hier... Was? Das muss ich mir nochmal angucken. Geht's euch gut? Ja, ne? Fereldisches Schloss. Sieht mir aus wie ein Schlüssel. Okay, Käfigbeschaffung. Hinterlande. Fereldisches Schloss. 1 von 5. Eisen 10 von 10. Sehr gut. Das läuft. Das läuft, würde ich sagen. Diese ganzen Quests, die hier zwischendurch kommen, die sind natürlich so viele, dass man da nicht den Überblick behält. Aber das System macht es ja für uns. Also alles gut.
gucken wir hier mal weiter. Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht gut endet. Hier ist der Ziegenbock des Todes. Nee. Hier ist auch nichts. Okay, okay, okay. Ihr müsst mir nicht immer nachlaufen. Also so ein bisschen... Oh, warte mal hier. Das ist das. Okay. Gold und ein Brief. Werte Lady Velina, mir ist bewusst, dass ihr Angst habt, aber das Licht am Himmel sollte euch nicht schrecken. Es ist das Auge des Erbauers, der endlich zurückkehrt, um die Gläubigen der goldenen Stadt zur goldenen Stadt zu führen. Entschuldigung. Verlasst die Diener eures Vaters und kommt herauf in die Hügel, weg vom sinnlosen Kampf zwischen Templern und Magiern. Dann stelle ich euch Verkünderin Anais vor. Sie wird alles erklären und wir können gemeinsam glücklich werden. Glücklich werden, während wir darauf warten, dass alles auf der Welt wieder in Ordnung kommt. In ihr liebender Erwartung, Lord Bernard. Okay, wir nehmen auch das Gold mit, logischerweise. Ist das jetzt hier die... Quest ist Quest, sagt er. Okay. Entdeckt Zwergensohnpass. Moment, sind wir jetzt in einem neuen Gebiet? Könnte sein, ne? Quest eine von 9. Risse in den Randgebieten. In den Randgebieten, in der Straße nach Redcliffe wurden aktive Risse im Nichts gesichtet. Okay. Hoffentlich ist das hier eine neue. Wir gehen mal zu diesem roten Dingy. Oh, hallo. Und die drei nochmal. Ja, die drei machen wir mal hier so hin. Okay, die vier. Und direkt das Feuer hinterher. Und direkt weiter. Mann, Mann, Mann. Ja, ich sag mal, die haben wir überrascht, ne? Die haben ja gar keine Chance gehabt eigentlich. Also, was haben wir denn? Noch ein Brief. Ach, wie schön. Templerlager. Als das Reich von Tevinter sagte, die Magier sollen die Menschen beherrschen. So, Moment. Haben die Aufrechten gegen diesen unrechten Erlass aufbegehrt. Als der Zirkel sagte, das ist natürlich viel zu lesen, ne? Aber ihr macht es schon. Ihr könnt ja auch notfalls stoppen, Pause drücken. Alter Verlobungsring der Dalish. So, bring den Ring zur Witwe des Elfen. Okay, die Arme. Jetzt habe ich hier vielleicht eventuell das Loot fallen lassen. Den Loot, das Loot. Das Loot, oh, da hinten ist noch was. Da hinten ist noch ein paar, da sind noch ein paar Schergen, die machen wir. Da kriegst du direkt volle Breitseite. Okay. Geil. Und jetzt machen wir hier mal schnell. Wollen wir den mal hinten killen? Machen wir das doch so. Der steht da gerade so schön. Ja, geil. Ich bin übrigens Level 4. Cool. Einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. Ja. Bin ich jetzt hier der fähige Magier? Ja, ich glaube schon, ne? Schade, ich dachte, man könnte essen. Hier ist echt mal nichts zu looten. Warte mal, wir können ja hier so V drücken und dann sehen wir, ja, hier gibt es nichts. So ein bisschen Erfahrung gab es hier echt nichts. Okay, gucken wir hier mal. Ja, vielleicht sollten wir hier nochmal in die Höhle, beziehungsweise kann man eigentlich schnell reisen? Kann man nicht. Da hinten sehe ich noch ein paar. Komm, die machen wir noch und dann gehen wir wieder zurück. Ja, ich will mich ein bisschen auch an die Quests halten. Und ich habe ja beim letzten Mal eingestellt, vielleicht habt ihr das gesehen, habe ich eingestellt, wann denn die Kollegen auch Heiltränke nehmen. Theoretisch könnten wir mal eben full. Okay. Gut, mir geht es jetzt nicht so gut, aber der Heiltrank, ich würde jetzt noch keinen Heiltrank nehmen. Vielleicht nach dem nächsten Kampf, mal gucken. Supi und Bams und auf geht's, Freunde der Nacht. Okay, der hat sich schon verpieselt da hinten. Ja, der hat ja keine Chance. Der hat ja eigentlich keine Chance, ne?
einfache Banditen sind. Oder. Ihre Rüstungen und Fähigkeiten deuten darauf hin, dass da mehr dahinter steckt. Ring der verbesserten Wurfmesser und Karo-Stoff. Ring der verbesserten Wurfmesser. Da können wir natürlich mal gucken. Hier gibt es noch was zu plündern, das ist gut. Speerausrüstung, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ab wann wir denn jetzt nochmal ins Inventar gehen und nochmal gucken. Blaues Vitriol und Samit. Also gut, die, wie hieß denn die nochmal? Hier die Cassandra. Cassandra ist ein bisschen skeptisch, bisschen mürrisch vielleicht auch. Machen wir folgendes, wir greifen jetzt mal den Typ hier an. Ja, sehr gut. Ja, wir haben uns dem Tier richtig gegeben. Mir ging es jetzt mehr so um das Wild, Widderleder, also Wildleder. So, die haben natürlich da zugeschaut und sagen aber erstmal nichts dazu, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Okay, hier oben gibt es noch was. Was gibt's denn hier? Ja, lass uns die beiden noch machen. Die beiden noch gucken, ob wir hier wieder rankommen. Das ist gar nicht so schlecht. Also hier irgendwie. Oder oben vielleicht. Ja, komm. Okay, ist gerade keiner. Kommt hier mit? Ja, alles klar. Das ist ein bisschen verrückt, ne? Manchmal. So, Brief gefunden bei einem toten Templer. Elendra. Ich weiß nicht, ob diese Zeichen... Was bringt das Phylakterium zu Elendra? Also wir machen irgendwelche Quests tatsächlich, die mir nicht so ganz... Ein Templer, würde ich sagen. Der hier, ja, das kann natürlich sein. Habt ihr gesehen, jetzt habe ich ja diesen Eintrag gerade verpasst. Mal gerade kurz gucken. Kopieren, Geschichte, Brief, Notizen... Legendenorte. Die Hinterlande. Das scheint es nicht zu sein. Tutorials, das scheint es zu sein. Statuseffekte, Handwerk, Wiederbelebung, Verhalten, Charakterbogen, taktische Ansicht suchen, Apotheker, Forscherin, Riss in nichts, Reisen, Kartentisch, Legenden. Astrarien? Ah ja, okay. Der Bauer. Die singende Jungfrau. Also hier kann man echt ja, doch ein bisschen Zeit verbringen. Mitteilung der scharfen Witwe. Naja, so eine scharfe Witwe, ne? Er sagt ja schon nein. Mal gucken. Ja, finde ich nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Manchmal drücke ich das dann doch zu schnell weg. Ist jetzt nicht so das Beste ist. So, wir müssen in die andere Richtung. Also rechts hoch. Wir markieren das mal. Dann sehen wir das da auf der Minimap. Probieren wir das mal. Ich bin echt... Ui, hallo. Uiui. Wollen wir da rein? Uiuiui. Nein, wir versuchen das mal. Wir versuchen das mal da reinzukommen und mal gucken, was die sagen. Vielleicht sagen die auch, nö, du kommst hier nicht rein. Typischer Elderin-Gespräch. Der Bauer hat den Himmel aufgerissen. Sobald die Dämonen die Unwürdigen ich kenne euch. Haben, man nennt euch den Herold Andrastes. Aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Bauer hat es mir nicht gesagt. Ich bin der Herold Andrastes. Und ihr behauptet, ihr besäßet Macht über die Risse, die der Erbauer am Himmel geöffnet hat? Ich kann die Risse schließen, ja. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt. Dieser Kult. Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Auf ein andermal.
Möge euch der Erbauer wieder zu uns führen. Ja, immerhin ist das Tor auf, das ist super. Sag mal, wie siehst du denn aus? Ah ja, völlig voller Blut. Naja, gut. Okay, hallo. Ich nehme an, es ist nur natürlich, dass einige darauf verfallen, die Bresche anzubeten. Wenn auch nur in der Hoffnung, sie zu besänftigen. Okay, beanspruchen. Wir können hier was beanspruchen. Wir machen das mal. Keine Ahnung, ob das hilft. Lornans Exil Altiranon Guerinens. Gott, so, also wenn du Fantasy-Namen so unaussprechlich werden. Also der älteste Sohn wurde erst spät geboren und man hoffte allerorten, der junge Mann würde in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters treten. Bedauerlicherweise erwies sich Lornan Guerin in seiner Jugend jedoch als ausgesprochen faul und zeigte deutlich mehr Interesse daran, das Geld seines Vaters auszugeben, als daran, sich um dessen Ländereien zu kümmern. In seiner Enttäuschung ließ der Arl ein Fort in den Bergen bauen, in das er Lornan anschließend schickte. Er sagte, sein Sohn dürfe erst dann wieder nach Redcliffe zurückkehren, wenn die Banditen, die die Berge heimsuchten, unter Kontrolle seien. Okay. Interessante Sage. Geht sicherlich noch weiter. Okay, wir gehen mal hier aus dem Weg. Entschuldigt, ihr macht mal schön weiter. Oh, da ist ein Riss. Und hier ist die Quest. Hier ist die Questmarker. Hier ist dieser Bernard. Diese Armbrust ist bemerkenswert, Varric. Ich bin überrascht, dass die Zwerge nicht mehr davon gebaut haben. Das würde die Frau, die Bianca gebaut hat, nicht zulassen. Kriege sind so schon blutig genug. Eine Armbrust, mit der selbst ein ungeübter Schütze derart weit und schnell schießen kann? Damit wäre jede Schlacht ein Massaker. In der Tat. Ich bin noch nur überrascht, nicht enttäuscht. Wir plündern einfach hier alles, während die Damen und Herren einfach zugucken. Das ist gar kein Problem für uns. Das ist übrigens ja unser Questmarker, unser Landmark. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier oben muss der Bernard sein. Soll doch die Inquisition die Scherben dieser Welt aufsammeln. Wir werden in der nächsten Welt Frieden finden. Wie hat der Erbauer euch gewertet? Aha. Was auch immer das ist, wir nehmen das mit. Die Getränke von Tedas. Wind 9, Hovans Rose, eine Wohltat für die Nase, ein Erlebnis auf der Zunge und seltsamerweise ein bruchstückhaftes Flüstern in den Ohren. Dieses Getränk wird als wehmütiger Geist beschrieben und beflügelt denselben auch. Das ist das Meisterwerk eines Winzers. Das ist gut, wir haben also irgendwas gefunden. Und hier ist der Lord Bernard. Seid ihr auf eurem Weg hierher zufällig einer jungen Adligen mit blondem Haar und hellgrünen Augen begegnet? Lady Berliner sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief. Berliner ist tot. Aber wir waren dafür bestimmt, zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Die Inquisition braucht Männer, deren Glaube so stark ist wie der eure. Schließt euch uns an und helft uns, die Ordnung wiederherzustellen. Ja. Wie könnte ich hier in den Hügeln warten, während gleichzeitig Unschuldige sterben? Ich werde das Wort des Erbauers mit dem Schwert verbreiten. Meine Männer und ich werden unsere Stärke in den Dienst der Inquisition stellen. Ich danke. Wow. Okay. Emissär gewonnen. Okay, ich habe ein bisschen Einfluss gewonnen. Das ist auf jeden Fall gut. Das seht ihr unten. Und eine Macht. Ein Machtpunkt haben wir gewonnen. Ist auch nicht schlecht. Läuft gerade für uns, würde ich sagen. Auch wenn, ja. Sollen wir doch was mit dem besprechen? Nochmals vielen Dank. Lady Velina hätte diesen Ort geliebt. Alles klar. Ja, das tut mir irgendwie auch leid für ihn. Immerhin haben wir ihn irgendwie zufriedengestellt. Ich habe ja schon gesagt, Ende 2014 ist das Spiel rausgekommen und ganz ehrlich, Lornans Exil, okay. Gepriesen sei der Herold Andrastes, einige Kultisten wünschen sich einen Beweis, dass die Risse im Schleier kontrolliert werden können. Schließe den Riss im Nichts, das machen wir. So, müssen wir da hinten rüber. Ja, 2014 ist das Spiel rausgekommen. Und ehrlich gesagt, mich wundert es, wie stellenweise doch schwierig das Spiel quasi ist.
Aua, 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 aua. So, Moment. Wow, wow, wow. Alter Falter. Oh, da oben ist noch einer. Moment, vielleicht sollte ich mal schnell hier hin. Okay, wir müssen erst die... Wir müssen erst die Leute killen. Wow, wow, wow. Alter Falter, was geht denn hier ab? Ich versuche jetzt zu entkommen, aber ich hänge gerade irgendwie fest. Ich hänge fest. Ich kann nicht helfen, ich hänge fest. So, Moment mal eben. Kommen da noch mehr? Ja. Kommt irgendwie noch mehr. Ah, warte mal. Nichts Riss im Nichts, nichts schließen. Wow. What the fuck? Okay. Das war irgendwie hart. Gürtel der Geisterresistenz. Ja, ich bin da irgendwie hängen geblieben. Ich kam da, ich glaube, hinten an dem Treppenabsatz, da bin ich hängen geblieben. Das war nicht cool. Das tat auch irgendwie echt weh. Ich musste leider einen Heiltrank nehmen, aber stabiles Zweihandheft, ein Plan. Wow, Langdolch. Ich mache nichts mit Dolchen, leider, leider. Schade. Ist hier noch was zu looten? Nope, nope, nope. Nichts zu looten. Euch geht's gut, sag mal, hier. Typi, du könntest auch mal einen vertragen, ne? Wir machen das einfach mal. Und... Der Solas, ja, der hat auch nur noch zwei. Ah, das lassen wir mal. Dann lassen wir den mal. Der macht ja eigentlich ein bisschen Fernkampf. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Wir können mal gerade gucken, ob wir uns in irgendeiner Form ein bisschen verbessern können. Ich finde, das ab und zu muss das mal sein. Einhändige Sachen. Dolche, okay. Aber Zauberstäbe haben wir keine Sachen, ne, dass wir uns verbessern könnten. Okay, Rüstung. Das könnten wir mal schauen. Was haben wir denn bei den Helmen da? Da hätten wir den ferelischen Soldatenhelm. Der hat natürlich deutlich mehr Wumms. Achso, Moment. Der kann... Voraussetzung Stufe 6. Ich bin Stufe 4. Das ist natürlich mehr. Auf den sparen wir ja quasi noch. Wir könnten uns den jetzt hier mal nehmen. Der hat Stufe 4. Ja, was hat der andere denn? Ja, wir nehmen mal den hier. So, und was haben wir hier sonst noch? Na, nicht wirklich was anderes. Hier tragen wir die Kampfmagierrüstung. Da dürfte jetzt aber auch nichts anderes dazugekommen sein. Mittelschwere Rüstung. Ja gut, könnte man natürlich machen, aber ich will irgendwie ein bisschen geschmeidig bleiben. So, und das war's dann, glaube ich, an der Stelle. Und bei den Accessoires könnten wir gucken. Gürtel. Das ist das Gerät hier oben. Was haben wir denn da? Plus 7% Resistenz gegen Geistschaden. Ich mag die plus 50 Sache. Und hier, wir haben keinen Ring ausgerüstet. Das heißt, wir können überlegen, den können wir nicht nehmen, den können wir auch nicht nehmen. Nur Schurke und Krieger. Dann gucken wir mal hier. Du bist Schurke. Das heißt, hier, dem können wir einen geben. Was hat er denn? Erhöht den Fähigkeiten Schaden um 30%. Das ist doch super. Gut. Und das ist die Kriegerin. Die kriegt auch einen. Sehr gut. Gürtel der Geisterresistenz. Können ja auch einen Gürtel geben. Warum nicht? Ich finde das nicht schlecht, wenn die, ich sag mal, gut zu Fuß ist. So. Die hat gerade hier die 67 SPS. Räuberkriegsball, die macht, das Räuberkriegsball ist wahrscheinlich eine Zweihandwaffe, oder? Nein, okay, okay, okay. Der Vorschlaghammer, warte mal, der Vorschlaghammer macht aber, ist der denn eine Zweihandwaffe? Ja, der ist eine Zweihandwaffe. Dann machen wir das Räuberkriegsball und setzen ihr dafür wieder ein Schild ein. 8, 6, 5.
Okay. Ich glaube, so macht das echt Sinn. Das ist gar nicht so schlecht. Der Magier, der Schurke. Der Schurke hat ja, naja gut, der Schurke hier nutzt eben einfach seine Bianca. So, und bei den Rüstungen können wir nochmal gucken. Der hat den Templer-Helm. Dem könnten wir jetzt das hier geben, wobei... Ja, warum nicht? Was? So? Okay, was habe ich denn jetzt gemacht? So, einfach nur ausrüsten, bitte. Okay, sehr gut. Der trägt eine, was ist das, mittelschwere Rüstung. Das könnten wir ändern, Speerrüstung. Rüstung 80. Plus 3% im Fernkampf, das ist gut. Plus 2 Klugheit, naja gut, irgendwas ist ja immer. So, und lass uns doch nochmal ganz kurz bei Cassandra gucken. Ach, da hatten wir schon, glaube ich, geguckt. Ne? Genau. Und dann können wir noch bei Solas gucken. Der trägt ja logischerweise eine leichte Rüstung. Da haben wir auch nichts Wildes gefunden. Und der ist Stufe 4 wie alle anderen auch. Also da auch nichts weiteres. Okay. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Sind wir wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Ich glaube, jetzt können wir vorne nochmal mit der Frau sprechen. Die wollte uns ja eigentlich jetzt sagen, dass wir jetzt willkommen sind. Ich merke schon... Moment. Bei den Tränen des Erbauers, was war ich für eine Närrin, an euch zu zweifeln? Wie können wir euch dienen, Herold Andrastes? Lasst die Gläubigen die Kunde von der Inquisition verbreiten. Wie ihr wünscht, Herold Andrastes. Einige wenige werden hierbleiben. Der Rest wird aufbrechen und euren Willen erfüllen. Vergesst nicht, dass wir euch gedient haben, wenn euch der Erbauer zu eurer großen Bestimmung ruft. Okay, wir sammeln Macht, das ist gar nicht so schlecht. Dann können wir das nämlich am Tisch einsetzen. Wahrscheinlich müssen wir deswegen auch zurück. Ich wollte gerade sagen, Emissär gewonnen. Ich wollte gerade sagen, wir kommen echt vom Hölzchen auf Stöckchen. Nochmal eine Macht gewonnen. Okay. Ich finde das ja super, wenn wir das jetzt so unserem machen könnten. Aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge, denn diese Folge ist nun vorbei. Die Zeit ist um und ja. Ihr könnt gerne in die Comments schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Spielzeugsoldat, auch schön. Ich nehme jetzt noch ein paar Folgen weiter auf, also nicht wundern. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss.